Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen dürfen, uns zu helfen. Und Trauerfarben. Ah, oh Gott. Dieser Roboter hat eigentlich keine Seele, ne? Es ist. Ja, ist auch logisch, ist auch ein Roboter. Okay. Wollen wir uns mal der Aufgabe stellen? Ah, ich kann den Boden benutzen. Cool. Das heißt. Ich muss blau ich muss mich irgendwie hier durchschleudern lassen. Das Problem ist allerdings, dass ich dafür die Decke nutzen muss und gleichzeitig auch dieses Ding hier. Ah, ich glaube, ich kann hier. Jawoll. Falls ihr nicht gecheckt habt, was ich gemacht habe, ich habe mich durch den Boden fallen lassen, bin hier oben rausgekommen. Hab nochmal eine Öffnung in den Boden machen lassen, dadurch falle ich quasi weiter. Und da mein Mensch im freien Fall so lange beschleunigt, bis seine. Dass sein Luftwiderstand so hoch ist, dass er nicht mehr weiter beschleunigen kann, fliegt er irgendwann hier oben durch. Durch die erhöhte Geschwindigkeit. Ja! Und deswegen bin ich hier. Also, das Problem ist jetzt folgendes. Ich muss das Ding hier reinleiten. Und genau in dem Moment, wenn es rauskommt, na Mist. Ah, jetzt müsste es aber funktionieren eigentlich. Jawohl. Man braucht nur ein bisschen Geschick und Geduld. Komme ich hier nicht her? Achso, jetzt ist die Tür hier auf, ne? Ah, cool. Ah ne, da war ich noch nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Einfach mal endlos. Oh Mist, ich muss das Blaue wegschießen. Also man kann ja schon mal endlos beschleunigen, das finde ich ziemlich cool. Aber man kann hier nicht den Boden benutzen. Okay. Ne, das Orange. Na. Mal gucken, ob es reicht. Ah, okay, es reicht. Ich muss also. Das Orange setze ich hier oben hin. Das ist jetzt auch schon da. Dann lasse ich mich mit dem Blauen hier unten reinfallen, damit ich schon mal eine Startgeschwindigkeit bekomme. Und dann noch ein Blaues hier hin, damit ich, jawohl, doppelte Geschwindigkeit bekomme. Ich kann hier erstmal nichts machen, glaube ich. Ne, sieht nicht so aus. Doch, ich kann da schon mal rüber. Ich kann schon mal darüber, aber ich kann auch schon mal. Ne, ich lasse mich einfach hier durchfallen. Das Orangene muss ich setzen. Ja, Mist. Okay. Ich glaube, das müsste so funktionieren. Ne. Ach so, doch klar. Ich Vollpfosten. Ich muss das Orange jetzt einfach nur weg. Aha, zu spät. Also ich muss das Orange im richtigen Moment wegnehmen.
Muss ich nur irgendwie wieder hier rauskommen. Jetzt funktioniert auch dieser Lift. Ich glaube, ich habe ja schon eine Vermutung, was ich machen muss. Ich muss immer den Lift benutzen, um mich... Ah, nein! Ich Idiot. Das Orangene dahin. Ich kann natürlich keine Portale durch ein Portal durchschießen. Das ist natürlich schwierig. Also ich lasse mich quasi immer mit dem Nutzen als Fläche, um die nächste Ebene als Portalfläche zu benutzen. Genau, jetzt gehe ich nämlich zum Beispiel hier drauf und setze da ein Portal hin. Ja, hat geklappt. Und jetzt kann ich einfach durch die Portale durchgehen, anstatt hier mich durchzuwuseln. Ich kann einfach jetzt hier durchgehen. So. Okay. Was muss ich denn hier machen? Erstmal gucken, was da oben drin ist. Ein Knopf. Aber wisst ihr was? Ich hole mal kurz einen Schokopudding, bin sofort wieder da. Und da bin ich wieder. Ich finde es scheiße, dass mein Steam jedes Mal einen Screenshot erstellt, wenn ich hier in meine Aufnahme starte. Aber hier für nichts. So, was passiert, wenn ich den Knopf hier drücke? Die Tür da geht auf. Die vordere. Okay, ich muss auf jeden Fall beide Knöpfe drücken. Das heißt, ich werde jetzt so schnell wie möglich den Knopf. Tada! Wissen Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe spenden können? Ganz recht. Ich hab eben noch gesagt, die will bestimmt meine Organe spenden. So. Wo fährst du mich hin? Ich will hier raus. Die Wände kommen immer näher. So. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Oh. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Ja, super toll. Achso, genau, die Dinger schießen auf mich. Und ich glaube, wenn man die fallen lässt oder so, dann gehen die kaputt. Oh ja. Ich hasse dich nicht. Die sind so lustig hier, sind die, ja? Ist, ich frage mich immer, wie lange die auf jeden Fall. Oh. Viel verloren. Noch jemand. Gucken wir mal, was wir machen können hier. Oh. Das war knapp. Jetzt habe ich das Ding von meinen eigenen Füßen geworfen, ich Idiot. Na gut. Hier sind noch mehr. Ah, da oben ist sogar so ein Kreuz. Das heißt, ich muss da mal ein Portal... Oh! Warum ist denn nur ein Viereck hier bei mir? Hä? Egal. Ich bin dir nicht böse.
Ich habe zwei Roboter mit einer Fliege. Ja, okay, der andere war ja schon tot, aber ich habe den anderen Roboter benutzt, um den einen zu zerstören. Help! Ah, konnte man hier jetzt nicht ausbrechen? Ja, genau, krass. Ja, stimmt, jetzt ist ja das Level vorbei. Weil man ja jetzt aus den ganzen Testgedöns hier ausbricht. The cake is a lie. Ja, stimmt, der hat mir immer... Oder die, es ist ja eine weibliche Roboterin. Ein weiblicher Roboter. Hat mir immer Kuchen versprochen. Und die wurde gesagt, dass es ja eine Lüge ist. Ich bin also anscheinend nicht der Erste, der hier langläuft. Ich kann auf jeden Fall auch Sachen werfen. Mir vorher auch noch nie aufgefallen. So, da ich ja Portale besitze, nehme ich mal an, dass ich diese benutzen muss, um hier durchzukommen. Die Frage ist nur, wie komme ich darüber? Da muss ich nicht hin. Ich muss doch bestimmt hier auf die andere Seite. Das geht nicht. Ich war ja schon oft. Also ich bin ein bisschen überfragt gerade. Ich muss auf jeden Fall da durch. Und ich muss auch irgendwie hier oben durch. Allerdings habe ich echt keinen Dunst, was ich machen muss. Bin ich denn jetzt ein bisschen... Nee. Tja. Da ihr wahrscheinlich die Lösung kennt, werdet mich jetzt auslachen. Und ich habe das Spiel schon durchgespielt, schon ein paar Mal. Und ich weiß einfach nicht mehr, wie es hier weitergeht. Kein Dunst. Kann ich einfach durchgehen? Nee. Ich habe eine Portalkanone, die muss ich ja nutzen können. Vielleicht muss ich gar nicht hier lang. Was soll ich meinen? Vielleicht breche ich hier ja auch noch nicht aus. Oh. Ich guck mal einfach, was weiter passiert, wenn ich hier lang laufe. Der ist tot. Suche. Bitte lass mich runter. Zielfunktion. Zieh mich wieder runter. Wieso? Suche. Wieso?
auch gut, dass ich in einem Pfosten verschwinde und dann woanders rauskomme.